Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Part von StarCraft 2 Heart of the Swarm. Wir haben ja beim letzten Mal die Protoss-Schiffe alle abgeschossen und haben uns hier, glaube ich, überall umgeguckt. Ich kann ja noch mal kurz gucken, ob wir hier noch irgendwie was übersehen haben. Das sind halt die ganzen Viecher, die wir freigespielt haben. Gucken wir mal eben bei den Zerglingen, genau, da hatten wir das schon ausgewählt. Dann die Bärstlinge müssten wir auch schon ausgewählt haben, genau. Was ist mit denen, den Hydralisken? Die hatten wir auch ausgewählt. Ich glaube, die halten mehr aus, haben wir da genommen. Und haben wir die schon gemacht? Ich weiß gar nicht, was sind das für welche? Schabemutation, achso, ja, die Schaben, genau. Die sich eingraben konnten und irgendwie, weiß keine Ahnung, achso, genau, das war das. Gut, dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal alles fertig. Kerrigan haben wir, glaube ich, auch ausgerüstet. Genau. Da haben wir ja die wilde Mutation genommen. Verbündete Zerg-Einheiten im Zielgebiet erhalten 10 Sekunden lang 200 maximal Trefferpunkte und ihre Angriffsgeschwindigkeit wird um 100% erhöht. Da wollte ich ja das eher haben wie die Bärstlinge. Das ist auch ganz gut. Und Missionsarchiv brauchen wir ja sowieso nicht rein. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal in die nächste Mission und gucken uns da mal ein bisschen um. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Hier haben wir auch schon mit allen gequatscht, genau. Die werden jetzt uns nur noch so mal die Namen angezeigt. Wir gehen einfach in die Mission rein. Die Protoss haben ein Schiff von der dunklen Seite Kaldias ausgestartet. Wir können seine Gegenwart noch spüren, aber die Zeit wird knapp. Gut, im Körper des Feindes ist die nächste Mission. Ich würde sagen, wir starten. Eines eurer Schiffe ist entkommen. Dann müsst ihr nur noch auf die Goldene Armada warten und euer Tod wird ein schneller sein. Es tut mir leid. Was? Das Abschlachten meines Volkes? Das, was ich dir antun muss. Oh! Deine Freunde auf dem Schiff können dich spüren. Sie wissen, dass du noch hier bist. Nein. Sie können dich jedoch nicht auf ihr Schiff warpen, weil ich es blockiere. Nein! Nein! Doch wenn ich den Schleier fallen lasse. Warp mich nicht heran, Templer, nicht! Du lässt sie von den anderen Protoss retten? Sie wird ihnen den Tod bringen. Was zum Henker hat Kerrigan da angestellt? War das irgendein Parasit auf jeden Fall? Ich denke mal, der wird sich dann auf dem Schiff oder so ausbreiten, dass wir jetzt irgendwie den Parasiten spielen müssen. Ich bin mir da zwar nicht ganz sicher, aber gucken wir mal. Wie gesagt, ich kenne das Spiel ja selber noch nicht. Ich habe es auch so noch nicht weitergespielt, auch offscreen nicht. Denn ich finde, Spiele sollten auch mal blind gespielt werden, komplett im Let's Play. Ist manchmal ein bisschen blöde für mich, weil ich in letzter Zeit auch so wieder so viele Spiele gekauft habe. Vor allen Dingen, da war ja jetzt auch wieder ein Angebot bei Steam gewesen, da habe ich richtig zugeschlagen und ich komme da einfach nicht zu, die zu spielen, weil die meisten Spiele davon will ich halt blind im Let's Play spielen. Schauen wir einfach mal. Ich habe ja im Moment noch ein bisschen frei und deswegen werde ich auch einiges schaffen. So, was haben wir denn? Jetzt. Hör gut zu. Auf diesem Schiff ist es gefährlich. Befolge meine Befehle und versteck dich in den Schatten. Du wirst fressen und wachsen. Verseuche das Schiff und töte jeden einzelnen Protoss an Bord. Ach du Scheiße, wir haben nur eine einzige Einheit. Was haben wir hier? Parasitäre Infektion. Die Larve springt auf die Zielkreatur zu, verseucht sie und übernimmt die Kontrolle. Und erschaffe deine Brut. Und übernimmt die Kontrolle der Einheit. Na bravo. Na, da bin ich ja mal echt gespannt, was das hier wird. Moment, ich muss erstmal mit der... Ah, okay. Ich gucke mich erstmal etwas genauer um. Da ist nichts. Nur die Frage ist halt, wie verstecke ich mich im Schatten? Weil dafür habe ich jetzt bisher noch keine Fähigkeit und ich darf mich nicht ganz so schnell bewegen. Wow, 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 wow. Was war das? Darf ich da drüber laufen? Ich guck mal. Das scheinen hier alles Teleporter zu sein. Hier scheint es auf jeden Fall weiter zu gehen. Hier geht es in zwei verschiedene Richtungen weiter, sehe ich gerade. Auf diesem Schiff wimmelt es von Leben.
Es sollte nicht schwierig sein, Biomasse zu finden. Besorgen Sie Biomasse 20 von 10. Wieso habe ich denn jetzt schon Biomasse besorgt? Verstehe ich nicht. Und finden Sie einen anderen... Finden Sie einen sicheren Ort, okay. Aber hier scheint soweit nichts mehr zu sein. Hier in die Boxen kommen wir auch nicht rein. Naja, gehen wir erstmal weiter. Was haben wir denn da oben eigentlich? Biomasse wird erlangt, indem auf dem... nicht so schnell. Ein Berserker. Setze parasitäre Infektion ein, um dich in dieser Kreatur zu verstecken. Ja, Moment. Biomasse wird erlangt, indem auf dem Protoss-Schiff Kreaturen verzehrt werden. Biomasse wird verwendet, um die Brutmutter wachsen zu lassen. Ah, okay. Gehen wir da mal rein. Was war das für ein Geräusch? Und jetzt? Kann ich den bewegen? Okay. Die Luft ist rein. Friss nun deinen Wirt. Okay. Biomasse plus 5. Okay. Ein Protektor. Versteck dich zwischen diesen Abluftschächten. Gehen wir da auch mal rein. Das finde ich ja schön, dass das alles so toll erklärt wird. Sicher entdeckt. Priorität 1. Festgelegt. Alle anderen Prioritäten aufgehoben. Patrouille. Kann ich jetzt schon weiter? Nee, kann ich noch nicht. Ach, er patrouilliert jetzt. Das heißt, wenn er gleich wieder an uns vorbei ist, schleichen wir raus und dann hier oben in die komischen Dampfkessel oder was da sein soll. So, komm. Geh wieder da zurück an deine Stelle. Einmal da rein. Beeil dich, Kleiner. So, verstecken wir uns mal hier. Kommt das Viech wieder zurück? Ja, oder das Viech kommt wieder zurück. Es tut mir leid, dass ich gerade wieder ein bisschen langsam bin, aber ich bin lieber vorsichtig, anstatt dass ich das alles nochmal neu machen muss. Und ich habe gerade ein bisschen die Befürchtung, wenn ich da jetzt komplett hinten nach hinten laufe, dass ich da schon wieder was aufscheuche. Okay. Scheiß drauf, wir gehen einfach hin. Es gibt keinen Weg an den Berserkern vorbei. Infiziere das Ursadon und zerquetsche sie. Na bravo. Da müssen wir aber erstmal irgendwie hinkommen. Gehen wir einfach mal hier hin, benutzen unser Dingens und rein da. Und dann hauen wir erstmal die Dinger weg. Die Protoss glauben also, sie hätten nur ein paar verseuchte Tiere. Sie haben ja keine Ahnung, womit sie es zu tun haben. Ja gut, dann machen wir erstmal mit dem Ursadon ein bisschen weiter. Fragt sich nur, wie lange wir das machen können, weil unendlich Leben hat das Viech anscheinend auch nicht. Die Viecher müssen wir noch platt machen. Ja, die sind aber auch relativ schnell kaputt. Es ist an der Zeit, dass du zu einer Brutmutter heranwächst. Aha. Was heißt? Achso, wir können jetzt den nochmal wird zersetzen. Hier kommen wir aber anscheinend nicht durch. Das heißt für uns, wir nehmen jetzt den Wirt erstmal auseinander. Ach guck, wir haben sogar 100 Biomasse gefunden. Das ist ja schon mal interessant. Ja und jetzt? Komme ich hier jetzt durch oder was? Ah, hier müssen wir anscheinend hin. Schon gut, schon gut. Warte hier. In diesem Bereich bist du vor neugierigen Blicken sicher. Entwickle dich. Wachse. Ja, ich wachse mal vor mich hin. Wir basteln uns erstmal hoch. Entwickeln sie die Larve zu einer Brutmutter. Ja, das machen wir ja jetzt gerade. Boah, dickes Viech. Niadra, was haben wir da? Zergling erschaffen. Ach guck, das können wir jetzt auch machen. Du bist Niadra. Dies ist deine Bestimmung. Erschaffe eine Brut,
und vernichte die Protoss. Töte sie alle. Okay, 116 Protoss. Ich lebe, um zu dienen. 116 Protoss leben noch, das heißt, wir können hier ein paar Zerglinge erschaffen, so wie es ausschaut. Fragt sich nur, wie viele. Was kostet das denn eigentlich? Ach, das kostet gar nichts, so wie es ausschaut. Ja, dann machen wir doch erstmal die 10 voll, wa? Was? Zu viele Untergebene. Lassen Sie die Brutmutter erst wachsen. Okay. Gut, dann nehmen wir doch einfach mal alle mit. Machen die zur Einheit 1. Habe ich das jetzt richtig gemacht? Ich weiß gar nicht. Mal eben kurz gucken. Jo, Einheit 1 haben wir. Greifen wir hier erstmal das Ding an. Töte diese Kreaturen. Ich kann ihre Biomasse verschlingen und unsere Brut damit vergrößern. Die Zerg haben unser Schiff infiltriert. Krieger, zerstört sie. Machen wir erstmal das Viech da kaputt. Die Jagd geht weiter. So, und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier, die können wir doch jetzt, ja, meine Königin. Genau, die können wir jetzt töten und dann die sie Dinger fressen. Für den Schwarm. Dann machen wir das doch einfach so. Zack, weg damit. Alle weghauen. Oh. Oh, Moment. Erstmal hier töten. Tötet sie! Da muss ich ja sagen, das finde ich ganz gut, dass... Wow. Da muss ich ja sagen, da finde ich... Boah, dieses laute Gelaber da. Da muss ich ja sagen, das finde ich ganz gut, dass man da auch wachsen kann und sowas alles. Also finde ich eine richtig tolle Idee. Und was ich natürlich noch viel besser finde, ist, dass die Zerklinge nichts kosten, wenn ich die herstellen will. Ja, meine Königin. Die Jagd geht weiter. Dieses Schiff wird brennen. Haben wir eigentlich auch noch eine Nebenmission oder sowas? Weil das wäre auch mal ganz interessant. Wir gehorchen. Die Jagd geht weiter. So, dann einmal da einsammeln. Sind wir jetzt schon bei 60? Wachsen lassen können wir noch nicht. Nee, da brauchen wir 150 für. Ohne Frage. Machen wir erstmal hier die ganzen Viecher platt. Damit wir dann auch gleich irgendwann mal 100 bekommen. Ja, die Viecher hier auch, ganz klar. Brauche ich nicht lange drüber nachdenken, einfach alles mitnehmen. Aber krass, das dauert doch schon seine Zeit, bis wir da irgendwie was erreicht haben. So, jetzt ist die Frage, hier scheint es zu sein, oder? Schauen wir mal. Ja, da ist zu, das heißt, wir können nur nach links raus, so wie es ausschaut. Gucken wir mal, ob wir links noch irgendwas finden, um zu wachsen. Nidara muss überleben. Durchbrecht ihre Verteidigung. Wow. Nichts hält den Schwarm auf. Attacke. Machen wir erstmal den Kristall kaputt, damit der Strom aus ist. Sehr schön, das hat soweit geklappt. Jetzt können wir hier schon mal drauf wemsen, bevor die da irgendwas erschaffen. Und dann einmal hier die Verteidigung komplett einreißen. Ich weiß jetzt gar nicht, kostet das mich denn überhaupt was? Nee, kosten tut das immer noch nichts. Dieser Lüftungsschacht ist unser einziger Weg. Los! Nein, jetzt noch nicht. Wir müssen noch hier erst noch ein bisschen sammeln. Das geht Material. Mach doch nicht immer so eine Panik, Frau Anführerin. Ja, meine Königin. So, das haben wir auch. Jetzt gucken wir hier unten nochmal, ob wir hier noch irgendwo was haben. Dieses Schiff wird brennen. Nö, aber auch hier haben wir nichts. Jetzt muss ich mal eben kurz gucken. Wir können jetzt noch Zerklinge erschaffen. Aha. Das kostet uns wirklich nichts. Das finde ich super. Und jetzt sind wir voll. Das ist gut. Gehen wir mal wieder einen Tacken weiter. Wir müssen hier jetzt auf jeden Fall durch den Lüftungsschacht. Wo anderen Weg gibt es jetzt auch wieder nicht. Und ich muss sagen, ich finde die Mission echt toll. Macht Spaß. Ist jetzt nicht wirklich schwer oder sowas. Ich weiß jetzt auch... Hallo? Wo willst du hin? Ach, ich bin zu dick, wa? Dieses Schiff wird brennen. Da, diese Konstruktion versorgt den Schild mit Energie.
Ja, müssen wir erstmal mit den Viechern durch, weil die dicke Brutmutter kommt einfach nicht durch den Lüftungsschacht durch. Tötet die Protoss. Der Schild versperrt mir nicht mehr den Weg. Rücken wir vor. Gut, haben wir jetzt überall eigentlich die Dinger frei? Das wäre natürlich nicht schlecht. Ohne Frage. Starke Energie dringt aus diesem Teil des Schiffes. Was hat es damit auf sich? Ist mir eigentlich relativ egal, was es damit auf sich hat, denn ich möchte jetzt erstmal... Obwohl, scheiße, ist nur die eine Tür, die ja jetzt aufgegangen ist, wa? Schade. Na gut, dann gehen wir erstmal weiter. Und gucken mal, zu was sich die Brutmutter dann noch entwickeln kann, wenn wir die nochmal wachsen lassen können. Ich bin mal gespannt, ob da vielleicht später ein Brutalisk rauskommt oder sowas. So, den Roboter müssen wir noch platt machen. Ist ja, obwohl, jetzt waren die Hetzer, glaube ich, ne? Ich glaube, die Hetzer waren es gewesen. So, erstmal hier. Ist ganz schön eklig, hier die ganzen Viecher platzen zu lassen. Ohne Frage. So, das hat... Hey, was hat da geschossen? Irgendwas hat mich doch angeschossen. Ich habe es genau gesehen. Ich schaffe erstmal wieder. So, der ist hin und der ist hin. So, jetzt sind wir schon bei 130. Das ist schon mal super. Jetzt könnten wir hier durch. Das sieht sogar so aus, als ob wir nur hier durchkommen. Gut. Gib uns mal wieder unsere Viecher. Und dann würde ich sagen, hier einmal durch den Lüftungsschacht durch. Brutmutter, lass mal bitte meine Viecher hier durch. Schicken wir sie einzeln los, die Brutmutter lassen wir erstmal stehen. Wir können ja hinterher immer noch wieder neue erschaffen. Die Energie ist überwältigend. Du hast den Warp-Antrieb gefunden. Zerstöre ihn und ihr Schiff wird Chakuras niemals erreichen. Ja, da müssen wir erstmal den Warp-Antrieb vernichten. Okay, das kriegen wir bestimmt auch noch hin. Da ist der Psi-Sender. Was haben wir hier noch? Hier haben wir sonst nichts mehr. Machen wir erstmal den Sender kaputt. Der Schild ist unten. Ich werde den Warp-Antrieb zerstören. Du zerstörst erstmal gar nichts. Du wirst jetzt erstmal hier wieder zu deiner Gruppe aufschließen. Und dann würde ich sagen, bevor wir den Warp-Antrieb zerstören, mache ich an dieser Stelle einen kurzen Cut und wir sehen uns hoffentlich morgen im nächsten Part von StarCraft 2 Heart of the Swarm wieder. Ich bin der Crazy Bane und bin für heute raus. Ciao!